herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo von der Fotokina in Teil 5. Hier geht es um Fujifilm hier zunächst. Also Fujifilm hat natürlich einiges Neues gebracht. Unter anderem die Fujifilm X-T3. Ja, und da kann man nicht so richtig ran. Der Andrang war riesig hier am Stand von Fujifilm, auch bei anderen Kameraherstellern, aber eben auch hier bei Fujifilm. Hier ist sie zu sehen, der Autofokus. Wird hier einmal getestet, der kontinuierliche Autofokus hier nochmal zu sehen. Also, das greift relativ flott hier, dieses Autofokusfeldcluster. Und dann noch einen kurzen Blick hier in den Schaukasten von Fujifilm. Hier oben nochmal die X-T3 in den Fokus genommen. Aber sehr viel mehr können wir hier im Moment zu der Kamera nicht bringen. Einfach weil da die Gelegenheit für uns fehlte, aber wir versuchen das nachzuholen. Hier das neue 200er 2,0, also ein tolles, lichtstarkes Teleobjektiv und hier unten auch noch ein 8-16er Fischauge 2,8 und 10-24 f4, also die APS-C kompatiblen Objektive für Fujifilm hier zu sehen. Dann gehen wir noch kurz zu Serui. Serui ist ja ein bekannter Stativhersteller. Ja, hier haben wir uns ein bisschen umgeschaut, auch Stativköpfe getestet nach unserem bewährten Testverfahren mit Langschiene 22 cm und Zugwaage. Nur dann wissen wir, was hält der Kopf wirklich, welche Zugleistung kann er vertragen. Wir nutzen ja dieses Verfahren sehr gerne Umkehrstellung im Makrobereich an Langschienen. Wenn da vorne was draufhängt, ja, dann muss der Kopf gut was halten. Hier hatten wir gerade knapp 5 Kilo. Und hier gibt es auch eine neue Stativlinie. Dazu werden wir auf Traumflieger später noch mehr bringen. Also Serui hat hier auch einiges Neues an spannenden Stativen gezeigt. Aber wir marschieren weiter zu Kaiser Fototechnik. Kaiser Fototechnik, ein Partner von Traumflieger.de. Die haben auch spannende Produkte, unter anderem auch zum Makrobereich. So, wir sind jetzt am Kaiser Fototechnikstand und hier gibt es jetzt so einen neuen Leuchtkasten, Portable LED Lighting Case heißt der. Ja, und wie gesagt, der ist mobil, den kann man also hier transportieren. Der hat eine integrierte Beleuchtung, die kann man jetzt in mehreren Stufen hier verändern. Eine ganz pfiffige Sache. Und hier gibt es auch noch eine Hohlkehle in verschiedenen Farben. Hier kann man also verschiedene Hintergründe auch einlegen. Das ist dann gleich im Lieferumfang dabei. Also das finde ich sehr, sehr interessant, weil man eben schon eine komplette, schön, ja, perfekte Beleuchtung hier nutzen kann und sich nicht noch selber um das Licht und ja auch um den Hintergrund und die Farben dann kümmern muss. Dann haben wir von Kaiser hier noch so eine neue Nangwang RGB 66er Lampe. Das Besondere ist an der, wie man schon sehen kann, ich kann hier die Farben verstellen. Also die hat sogar eine Farboption. Also hier in verschiedenen Farben einstellbar. Das kann auch automatisch ablaufen. Man kann das Ganze aber auch in den klassischen Farben nutzen. Also das ist dieses blendfreie Licht. Und dann gibt es auch noch dieses direkte Licht. Aber man kann das eben auch farbig nutzen. Und dafür gibt es hier auf der Rückseite diesen Farbbutton. Und das ist eben ja schon was Besonderes, muss man sagen, dass man jetzt auch eine Farboption hat in verschiedenen LED-Farben. Sehr ähnlich. Funktional ist halt diese Stableuchte, die im Prinzip die gleichen Funktionen hat. Ich habe hier auch verschiedene Farben. Und blendfreies Licht hat man dann hier auch. Das Ganze kann man hier eben auch analog einstellen. Hier gibt es eben auch den Farbregler und Dimmfunktion für blendfreies Licht und für das direkte Licht.
genau. Na, jetzt müssen Sie einfach zu Dörr hingehen. Das ist die Einleitung vom Video. Ja. Tschakka. Ja, da habe ich eben den selbsternannten YouTube-Star gespielt. Bei YouTube sind wir natürlich präsent und lieben auch die Plattform, aber wir sind natürlich auch auf traumflieger.de unterwegs. Und hier bei Dörr. Dörr ist auch ein bekannter Fotozubehörlieferant und ja, hat also Stative und Lampen, Fototaschen und hier eine Dörr LED Flex FX150DL, knapp 120 Euro hier zu sehen. Also ganz interessant, weil das Panel lässt sich flexibel verbiegen, wenn man das möchte. Im Lieferumfang ist auch dieser Stativkopf und ja, lässt sich mit so einem Standard Sony Akku betreiben, ist auch ein Ladegerät im Lieferumfang. Und Herr Küster, der mir das hier zeigt, hat mir also die Produkte hier am Dörrstand, einige Produkte gezeigt, unter anderem diese Flexleuchte, die ich ja, für den Makrobereich eigentlich sehr interessant finde, weil man kann noch sehr gezielt das Licht definieren. Das müsste man sicherlich in der Praxis nochmal ausprobieren. Vielleicht werden wir das nochmal nachholen. Jetzt haben wir uns neue Stativköpfe angeguckt. Hier den Dörr XB36 275 Gramm. Der ist also leicht. Hat zwei Panoramaplatten, das ist das Besondere. Ja, und hier testen wir die Haltefähigkeiten. Hier der etwas größere XB45. Der schafft so knapp 6 Kilo Zuggewicht. Und der größte hier kommt auf rund 7 Kilo, nicht schlecht, aber das Interessante sind eben die zwei Panoramaplatten. Dann führt uns der Weg zu Skylum. Skylum ist ja der Softwarehersteller unter anderem von Lumina. Lumina haben wir ja auch schon vorgestellt. Das gilt als Lightroom Newcomer, als Lightroom Alternative. Aber bislang fehlt noch eine Dateiverwaltung, also ein DAM-Modul. Ist offenbar in der Entwicklung, hier noch nicht finalisiert, aber wir konnten schon so erste Eindrücke gewinnen. Vielleicht werden wir da später noch weitere Details bringen, wenn eine neue Version von Lumina kommt. Dann sind wir ab zu Sigma. Sigma haben wir uns angeguckt mit einem 105 1,4, einem Bouquetmeister. Das ist richtig schwer, das Teil. Hier mein Kollege hat das Ganze an einer Sony E-Mount-Kamera, Sony A7R. Und hier haben wir das 105er 1,4. Und hier machen wir ein Testbild bei 100% Ansicht im RAW-Format hier zu sehen auf meinem Auge. Das sieht doch sehr gut aus hier. Das Sigma 105 1,4. Also hier noch ein Blick auf die Sigma-Seite zum sogenannten Bouquetmeister 105 1,4 Art. Gibt es für Canon EF, Nikon F-Mount, Sigma SA und Sony E-Mount. Das Ganze wiegt ordentlich was, 1645 Gramm, UVP von 1500 Euro. So viel einstweilen von der Fotokina. Machen Sie es gut und bis demnächst.